tue ich hin? Ich muss verrückt sein, in einem Zug mit ner Leiche. Wie konnte ich das nur akzeptieren? Diese Idee wird doch nie funktionieren. Nein, diesen Wahnsinn verzeih ich mir nie. Was meinst du, Onkel? Oh, deine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich werde dir gerne die Gegend beschreiben. Gar kein Problem. Sonnenschein und Sand und das blaue Meer. Onkel Anthony, bei so einem Meer hat's der Trübsinn schwer. Onkel Anthony, bist du schon gespannt auf den weißen Sand, wo wir bald zu sehen sind? Onkel, du wirst schauen, morgen sind wir braun, freu dich auf die Frauen, die zum Sterben schön sind. Alles ist Français, Onkel, sieh dich um, alles très joli. Eine neue Welt rings um uns herum, Onkel Anthony. Jetzt sind wir hier und wegen dir kann ich dem nicht entgehen. Oh, glaubst du nicht, das Leben ist so schön? Ciao, Signori, sono Luigi Gaudi und wer sind es hier? Harry Witherspoon und das ist mein Onkel Anthony. Fadenetti, das erste Mal nach Monte Carlo. Ja, aber... Fantastico! Ich bin Ihre Fremdenführer. Ja, ja, aber mein Onkel ist doch zur Erholung hier und zur Entspannung. Erholung? Entspannung? Blödsinn! Das ist der Monte Carlo! Koste alles aus, Lebens aus und raus, Onkel Anthony. Schließlich bist du hier an der Côte d'Azur, Onkel Anthony. Komm, die Zeit ist reif, sei doch nicht so stark, spürst du nicht das Fieber? Onkel, fühl dich frei, ist doch nichts dabei, Signorinas, hi, komm doch mal hier rüber. Hi, wir sind schon hier, hi, und wer seid ihr? Onkel, Onkel Anthony. Anthony, wir sind hier auf Tour, Fun und Action pur. Onkel, Onkel Anthony. Diese Frau da, wer ist diese Frau? Kaut auf ihrem Bleistift, mustert mich genau. Ach, Harry, du bist blau. Wir fahren immer Zug, wir wollen keinen Flug. So ein Zug ist doch viel schöner als ein Flug. Winnie, reiß dich endlich zusammen! Wovor hast du eigentlich solche Angst? Wir werden diesen Witherspoon schon finden. Sobald wir in Monte Carlo sind, rufen wir einfach jedes Hotel an. Hör endlich mit dieser Heulerei auf! Sie ist doch mal positiv. Dich will man nur umbringen. Aber ich wurde bei einer Unterschlagung erwischt. Ich habe den einzigen Mann, den ich jemals geliebt habe, umgebracht und... Wir sind 6 Millionen Dollar in Form von Diamanten durch die Lappen gegangen. Also bitte. Es kann nicht noch schlimmer kommen. Aber klar, wunderbar, das Leben.